Eine Kiezstraße ganz im Süden von Berlin, deren Charme in die Jahre gekommen ist. Eine Straße, die polarisiert bei Jung und Alt. Angelegt als Einkaufsstraße hat sie das Moderne verloren, die Entwicklung der Zeit versäumt. Die Dominanz des motorisierten Verkehrs ist täglich sicht- und spürbar. Wende sieht anders aus. Zeiten und Bedürfnisse ändern sich aber. Die Bahnhofstraße hat eine Zukunft, mit Mitteln der öffentlichen Hand und unter Beteiligung der Bürger. Wir haben unseren Reporter Thomas Fairweil losgeschickt, um einen Einblick zu gewinnen, wer hinter dem Gebietsgremium steht und wie die Veränderungen aussehen sollen. Da sind Sie ja. Herzlich willkommen. Ich komme gerade aus dem Büro des aktiven Zentrums. Hinter mir tagt alle 14 Tage das sogenannte Gebietsgremium. Sie wissen nicht, was das Gebietsgremium macht oder was es ist, was es soll? Ja, dafür bin ich ja da. Ich will Ihnen das mal ganz kurz erklären. Das Gebietsgremium besteht aus 13 gewählten Bürgern unterschiedlicher Vereine und Interessensgruppen, wie zum Beispiel der Volkspark Lichtenrade oder auch die Ökumenische Umweltgruppe. Und was sind die Aufgaben? Glauben Sie mir, das ist schon ein bisschen mehr als nur rumsitzen und Kaffee trinken. Seit 3,5 Jahren treffen sich gewählte Lichtenrader Bürger, um die Umgestaltung der Bahnhofstraße voranzubringen. Im Kontakt mit Politik und Projektmanagement wird in kleinen, manchmal mühevollen Schritten um Ergebnisse gerungen, die dann in die Planung der Umgestaltung einfließen. Eine große Aufgabe zum Beispiel ist es, die Verkehrsplanung zu optimieren. Wie Sie sehen, es gibt hier keinerlei Fußgängerüberwege, es gibt keinerlei Radwege. Ja, und selbst wenn hier einer ausparkt, der kann nicht mal in den Verkehr richtig einsehen, um da sicher auszuparken. Und alle Verkehrsteilnehmer, die sollten doch irgendwie ja, gleichberechtigt sein. Also egal ob Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer, jeder sollte doch bequem und sicher sein Ziel erreichen können. Ein Ziel des Gebietsgremiums ist es, das Miteinander der verschiedenen Verkehrsteilnehmer zu optimieren und in eine moderne Zukunft zu führen. In der Bahnhofstraße eine nicht ganz einfache Aufgabe, ist diese Straße doch vom Auto dominiert. Teilweise enge Bürgersteige führen immer wieder zu Konflikten unter den Benutzern und tragen nicht unbedingt dazu bei, sich sicher zu fühlen. Es gibt bauliche Maßnahmen, die versetzen einen immer wieder in Erstaunen. Riedlinger Straße, Ecke Bahnhofstraße. Eine ganz, ganz typische Ampelkreuzung. Man kann hier über die Straße gehen, man kann da drüben über die Straße gehen, man kann da über die Straße gehen, aber warum hier nicht? Verstehen Sie das? Also ich nicht. Stellen Sie sich jetzt mal vor, Sie kommen aus Woolworth raus und kleinen Moment, ich zeig's Ihnen. Haben Sie jetzt mitbekommen, was ich meine? Ich komme jetzt da drüben raus und will jetzt hier zum Netto und muss jetzt erstmal diesen großen Bogen laufen. Wo ist da der Sinn? Diesen Fragen haben sich immer wieder auch die Mitglieder des Gebietsgremiums gestellt. Aus eigenen Erfahrungen wissen sie um den Zustand der Bahnhofstraße. Gerade Radfahrer sind mangels eines sicheren Weges auf der Straße stark gefährdet. Wer öfter über die Bahnhofstraße radelt, stößt dann auch auf Gegebenheiten, die man nicht verstehen muss. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Auf der ganzen Bahnhofstraße ist gar nichts an Radwegen und auf einmal haben wir hier einen. Sehen Sie dieses Zeichen? Sehen Sie das? Ich glaube, das sollte mal ein Fahrrad gewesen sein. Naja, auf alle Fälle ist das hier anscheinend ein mickriger Versuch, den Fahrradfahrer etwas zu schützen. Ja, ist ja auch wirklich breit genug, ne? Das sehen Sie ja so. Oder ist auch wirklich sicher hier mit dieser Randbefestigung. Also ehrlich gesagt, ich als Radfahrer hätte hier so gar keinen Spaß. Sehen Sie mal hier. Das war's. Hier ist nichts mehr. Gar nichts mehr. Genauso wie da hinten. Hinter der Ampel, also über der Kreuzung drüber, ist gar nichts mehr. Wir haben mal die Frau Tschuck gefragt, was sie denn dazu sagen möchte. Ich verspreche mir sehr viel vom Umbau der Bahnhofstraße, gerade in puncto Sicherheit für Radfahrer. Im Moment ist es sehr ungeordnet. Jeder Verkehrsteilnehmer weiß nicht genau, wo sein Platz ist.
Und insbesondere das Querparken macht es sehr unübersichtlich und gefährlich. In Zukunft wird es Radstreifen auf der Straße geben und einen Sicherheitsabstand zu den parkenden Autos. Durch die neue Radfahrmöglichkeiten wird es einfach sicherer, wenn kontrolliert wird, dass die Radfahrstreifen nicht von Autos blockiert werden. Und auch der Zustand der Straße mit den ganzen Schlaglöchern ist im Moment schon so, dass man als Radfahrer Schwierigkeiten hat. Schwierigkeiten, die nicht mehr zu übersehen sind. Wer mit geschärftem Blick über die Bahnhofstraße geht, wird kaum eine Ecke finden, die nicht vom Zahn der Zeit angenagt ist. Betroffen sind davon nicht nur die Rad- und Autofahrer, auch kleine und große Fußgänger haben mit den Widrigkeiten der Bahnhofstraße zu kämpfen. Diverse, teilweise nicht nachvollziehbare Ausbesserungen, Straßenpflaster, die kein Konzept mehr ergeben, erhöhte Randsteine, verengte Laufwege, Blockaden für Behinderte. Das Gebietsgremium hat genau hingeschaut und analysiert, die Anregungen aus öffentlichen Veranstaltungen mitgenommen und immer wieder seinen Einfluss geltend gemacht. Finden Sie das hier attraktiv in der Bahnhofstraße? Also ich finde, da kann man sehr, sehr viel noch machen. Wir haben den Herrn Dr. Wagner Lohse einfach mal angesprochen vom Gebietsgremium, was er denn dazu sagt. Mit Flanieren ist hier nicht viel, weil Flanieren heißt langsam laufen. Und wenn man auf diesen Bürgersteigen Hindernisse hat und gar nicht langsam laufen kann an der Bahnhofstraße, dann kommt dieses Gefühl nicht zustande. Dann gibt es halt viele Unzulänglichkeiten. Also eigentlich enge Bürgersteige, wo man gar nicht stehen bleiben kann. Da fehlen Sitzmöbel, auf denen man einen kleinen Plausch zusammenhalten will. Wir haben überlegt, ob vielleicht ein Wasserspiel eben hier an dieser Stelle ein Beispiel dafür sein könnte, wo man gerne ist, wo Kinder Spaß haben, wo Eltern gerne sitzen bleiben. Und solche Elemente, auch Kunst, könnte hier an der Bahnhofstraße eine größere Rolle spielen. Einfach, damit man hier hingeht, um nicht nur einkaufen zu können. Die Verbesserung der Aufenthaltsqualität steht oben auf der Agenda. Wie das aussehen könnte, haben wir uns im Havel-Center ganz im Norden von Berlin einmal angeschaut. Das ist natürlich nur ein Beispiel, bei dem die Pflasterung dem nahe kommt, was in der Bahnhofstraße für Freiflächen mit erhöhter Aufenthaltsqualität vorgesehen ist. Sie haben Herrn Dr. Wagner Lohse ja gerade gehört. Die Bahnhofstraße hier, die bietet unheimlich viel Potenzial, dass man hier was richtig Schönes, Nettes draus machen kann. Sehen Sie zum Beispiel hier, lauter leerstehende Geschäfte, davor ein Riesenplatz, der total ungenutzt ist und der zugegebenermaßen auch nicht wirklich attraktiv ist. Sie sehen, da sind sogar Stolperfallen. Es ist nicht begrünt, unterschiedliche Pflastersteine. Also ganz ehrlich, da kann man doch echt viel machen. Wir haben mal die Frau Hilsing von der Lichtenrader Bücherstube einfach mal gefragt, was sie denn so von der Zukunft der Bahnhofstraße hält. Erstmal rechne ich mit einer ganz schönen Durststrecke und Umsatzverlusten. Und es werden vermutlich noch ein paar Läden zumachen. Der Trend ist ja leider schon da. Ich hoffe oder baue darauf, dass die Lichtenrader Kunden und Zentren treu bleiben und der Bahnhofstraße. Und ganz wichtig sind auch die Vermieter, dass die eben nicht einfach nur die hohen Mietpreise im Sinn haben, sondern selber auch interessiert sind an einer Nachhaltigkeit und an einem besseren Branchenmix. Was die Bahnhofstraße braucht, ist ein breiteres Angebot, ein besserer Branchenmix. Umfragen haben gezeigt, wie die Wünsche aussehen. Gerade um jüngere Konsumenten wieder auf und in die Straße zu bekommen, sind Veränderungen notwendig. Was ist die Zukunft unseres Landes? Natürlich sind es unsere Kinder. Unsere Kinder von ganz klein, hinten die Grundschule, bis größer hier vorne das Gymnasium. Auch für sie ist es die Zukunft, die Bahnhofstraße. Auch sie sollen mitgestalten, Ideen mitentwickeln und sie sollen natürlich auch gehört werden. Und dazu hören wir jetzt mal einen Kommentar von Simon Selle vom Kinder- und Jugendparlament. Ich erhoffe mir von dem Umbau der Bahnhofstraße eine Zunahme der Aufenthaltsqualität für Kinder und Jugendliche. Es bedarf zum einen Plätze, auf denen wir uns aufhalten können, denen es auch Spaß bereitet, sich aufzuhalten. Und zum anderen muss das Ladenangebot sich mehr nach Kinder und Jugendlichen ausrichten. Wenn man sich die Bahnhofstraße im aktuellen Zustand anschaut, das Angebot ist überschaubar und da ist noch viel Platz nach oben. Viel Platz nach oben gibt es auch in Sachen Grün.
Was im Augenblick in der Bahnhofstraße zu sehen und zu finden ist, hat mit Aufenthaltsqualität wenig zu tun. Im Zuge der Umgestaltung der Bahnhofstraße spielt Grün auch eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Gut, also zugegebenermaßen, das ist hier nicht gerade das Paradebeispiel, was ich meine. Oh nein, ich rede von kleinen grünen Oasen, von Neuanpflanzungen, so kleine Inseln, wo man sich auch freut und verweilen kann. Aber wer kann uns mehr dazu sagen als unser Grünexperte schlechthin, Wolfgang Spranger? Ich bin jetzt seit rund 4 Jahren im Gebietsklima beschäftigt und kümmere mich um die Umbaude Bahnhofstraße. Und vor allen Dingen ist für mich das wichtige Grüne. Das Grüne muss herkommen wieder, Bäume werden natürlich logischerweise fallen hier, weil es sind natürlich alte und kranke Bäume bei, aber es kommen neue Pflanzen drin. Und ich meine, ich habe da Erfahrung drin, ich habe seit 40 Jahren im Volkspark gearbeitet, Volkspark Lichtenrade, und da weiß ich, wovon ich rede, also hier muss Grün herkommen. Gut, grün ist das auch, aber schön und gepflegt sieht anders aus. Apropos schön, aufhübschen und sanieren täte auch so manchem Gebäude und Geschäft gut. Bei so einem großen Bauvorhaben ist es natürlich wichtig, dass so gewisse Richtlinien eingehalten werden. Jetzt sage ich mal zum Beispiel die Gestaltung. Aus diesem Grunde hat das aktive Zentrum zusammen mit dem Gebietsgremium eine Gestaltfibel entwickelt. Diese Gestaltfibel enthält Vorschläge, wie zum Beispiel die Häuserfassaden hier in der Bahnhofstraße aussehen können. Wir haben die Frau Pelig einfach mal gefragt, was denn die Hausbesitzer von dieser Gestaltfibel halten. Also als Eigentümerverein setzen wir uns natürlich auch hier für die Fassadengestaltung ein in der Bahnhofstraße, für das Gesamtbild, dass alles schön wieder aussieht, und entsprechend machen wir dann auch unsere Beratungen, unsere Informationsveranstaltungen und haben natürlich auch die Gestaltfibel vor Ort. Ich dachte mir, ich suche mir mal ein schönes Plätzchen mit einer schönen Bank. Habe ich nicht gefunden. Und nur diese Bank hier. Und dachte mir, vielleicht mache ich mir das Ganze ein bisschen gemütlich im Retro-Look. Auch nicht so wirklich das Wahre, nee. Aber ich habe mal was vorbereitet. Gucken Sie mal hier. Ich habe hier eine Sitzgruppe. Eine Sitzgruppe, schön mit Bepflanzung. Und diese temporären Möbel, die sollen genau hier, wo ich jetzt sitze, aufgebaut werden. Warum temporär? Es soll Ihnen einfach mal einen optischen Anreiz geben, wie es hier einfach mal aussehen könnte. Und weil im Zuge der Umbaumaßnahmen hier wahnsinnig viel passieren wird, werden diese Möbel immer mal wieder auf- und abgebaut. Aber immer so, dass Sie einen schönen, sonnigen Tag einfach mal auf so einer Sitzgruppe genießen können. Und? Was sagen Sie dazu? Ich habe Ihnen ja jetzt ein bisschen die Bahnhofstraße gezeigt, also so wie sie gerade aussieht. Und ich habe Ihnen ein paar Ideen und ein paar Anreize gegeben, was geplant wird, um die Bahnhofstraße einfach mal schöner zu machen. Und jetzt holen wir uns noch mal ein Statement dazu. Hallo! Frau Slaper, mal abgesehen von der alten Metzgerei und der Bahnhofstraße ist hier vom Umbau noch nicht wirklich viel zu sehen. Warum ist das so? Also 2015 haben wir ja mit dem Projekt angefangen. Da bedarf es natürlich ganz vieler Konzepte. Das ist immer so, ganz egal in welchem Gebiet Sie sind. Das ist ein Förderprogramm. Planung braucht halt schlichtweg Zeit. Das heißt, wir müssen verschiedene Planungsphasen durchleben und durcharbeiten. Und wir haben natürlich immer die Situation und unseren Anspruch, halt auch wirklich die Bevölkerung mitzunehmen. Das heißt, wir haben im Rahmen dessen halt auch ganz viel Partizipation. Wir koppeln unsere Ergebnisse rück mit der Bevölkerung. Wir nehmen die Dinge, die eingebracht werden, natürlich auch ernst und koppeln das dann natürlich auch wieder an die Planer zurück. Wir müssen für in diesem Fall Umbau der Bahnhofstraße auch die Fachexperten einkaufen, also sprich auch Ausschreibungen machen, denn wir selber als Prozesssteuerer sind Stadt- und Regionalplaner, keine Verkehrsplaner. Und all diese ganzen Prozesse, also wir steuern das, diese ganzen Prozesse bedarfen ganz viel Zeit. Wie sieht denn der Zeitplan für den Umbau aus und vor allem, wann wird denn angefangen? Wir beabsichtigen Ende des zweiten Quartals nächsten Jahres mit dem Umbau der Bahnhofstraße anzufangen, und zwar in unterschiedlichen Bauphasen. Und diese Bauphasen bedeuten, dass wir dafür auch natürlich entsprechend Zeit brauchen. Und wir rechnen ungefähr mit 3 Jahren eine Bauzeit.
die da halt auch dann in den Phasen koordiniert werden muss. Das ist auch klar. Vor allen Dingen auch koordiniert werden muss mit noch zwei anderen Baustellen, die wir haben, nämlich gerade den Umbau der alten Mälzerei und dann natürlich auch die Dresdner Bahn. Und was genau soll denn alles umgebaut werden? Die Bahnhofstraße soll umgebaut werden von einer Häuserfront zur gegenüberliegenden Häuserfront. Also komplett, sprich die Fahrbahn inklusive der Gehwegbereiche. Und unser Ziel ist, allen Verkehrsteilnehmenden das gleiche Recht, ich sag mal, sofern es möglich ist, an diesem Straßenraum halt auch zu geben. Also sprich Fußgänger, Fahrradfahrer, Autofahrer, allen Bevölkerungsgruppen, natürlich auch ganz wichtig ist eine Geschäftsstraße. Also heißt, wir brauchen auch das Thema Parken und wir brauchen auch das Thema Lieferverkehr. Vielen Dank. Gerne. Mann, 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 Mann. Da steckt ja richtig viel Potenzial in dem Projekt Bahnhofstraße, oder? Finden Sie nicht? Die ganzen Umbaumaßnahmen, das, was alles einfach mal daraus werden könnte. Also ganz ehrlich, ich freue mich drauf. In diesem Sinne möchte ich mich natürlich ganz herzlich bei Ihnen bedanken fürs Zuschauen. Und ich möchte mich natürlich bei meinem Team bedanken, Kameramann, Licht und Ton. Und gerne werde ich Sie weiterhin auf dem Laufenden halten, was so bisher passiert ist mit den ganzen Umbaumaßnahmen. In diesem Sinne, wir sehen uns auf der Bahnhofstraße. Ihr Thomas.